Moin, wir bauen heute den Space Marine aus der Warhammer 40k Einsteigerbox. Ihr seht schon, ich habe den noch ein bisschen gepimpt. Wir malen ihn erst, wie die originale Anleitung ist. Und dann nehmen wir noch ein paar extra Farben und machen hier was draus. Die Box habe ich bekommen von meinem Partner Stuck Games. Und da habe ich jetzt noch ein kleines Angebot für euch. Denn auf die Farben, die er momentan da hat, auf Lager, konnte ich euch einen Code rauskitzeln. Und zwar mit Citadel 7 kriegt ihr 7% nochmal auf die Farben, die gerade auf Lager sind. Das heißt, da könnt ihr ein bisschen sparen. Und ab 5 Farben kriegt ihr auch noch eine kostenlose Miniatur dazu. Hier jetzt zum Beispiel, ja, so ein Space Marine mit Bolter. Da könnt ihr dann ein bisschen dran rumprobieren. Alternativ gibt es noch einen Space Marine mit Flamer und einen Stormcast Eternal. Checkt den Link gerne ab, ist in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Heute machen wir ein kleines Bemalvideo von diesem Ultramarine Sergeant. Ich habe ja von meinem Partner Stuck Games das Einsteiger-Set von Warhammer 40k bekommen. Und wir werden heute diesen Marine quasi nach der Anleitung und den Farben in diesem Set malen. Und im Anschluss noch ein bisschen mit meinen eigenen Farben pimpen. Aber wir können auf jeden Fall mit den Sachen, die wir hier in dem Set haben, den Marine schon mal Battle Ready machen. Das bedeutet 3 Grundfarben. Und die Farben, die wir heute benutzen, ist einmal McCrack Blue, Balthasar Gold, Negaroth Knight, Wraithbone. Das sieht sehr gut aus, die Farbe. Die muss ich gleich nochmal durchmischen. Und Abaddon Black. Die Farben sind bei diesem Set dabei. Kostet, glaube ich, 45 Euro. Checkt den Link in der Beschreibung ab von meinem Partner. Da kriegt ihr das auf jeden Fall. Und es ist ein sehr guter Einstieg in das Thema Tabletop. Ansonsten guckt auch mal, was er sonst so auf Lager hat. So, wenn wir jetzt hier in diese Anleitung reingucken, sehen wir erstmal, dass die Figur nicht grundiert wird. Das bedeutet, wir knallen McCrack Blue einfach hier auf den zusammengebauten Marine. Würde ich persönlich ein bisschen anders machen. Wir machen es jetzt aber so, wie die Anleitung ist. Ja, vielleicht kann ich einen anderen nochmal auf eine andere Art und Weise zusammenbauen und malen. Wenn ihr da Bock drauf habt, Daumen nach oben hinterlassen. Ja, und an dieser Anleitung hier hangeln wir uns jetzt lang und bemalen den Marine. Und dann machen wir noch ein Video, wo wir das Ganze natürlich auch nochmal mit einem Tyranniden machen. Ich habe als Hilfsmittel heute den beigelegten Pinsel von Citadel. Und eine Red Palette, die ich mir selbst gebastelt habe, weil ich meine gerade nicht finden konnte. Wird hier aber auch erklärt, wie ihr quasi ja, die Farben verdünnen könnt, damit man damit besser malen kann. So, und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und malen unser Marine mal in einem wunderschönen McCrack Blue. Achtet auch bitte darauf, dass ihr nie die komplette Spitze des Pinsels voll macht mit Farbe. Das wird jetzt hier auf meiner Red Palette ein bisschen verdünnt. Und dann fangen wir mal an, diese komplette Einheit hier mit der ersten Schicht blau zu bemalen. Normalerweise könnte man das Ganze grundieren in direkt dieser Farbe. Wäre ein bisschen einfacher gewesen. Also habe ich aber sowieso nicht hier die Farbe, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich hätte das wahrscheinlich in schwarz gemacht und hätte dann eine andere Maltechnik verwendet. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt das Ganze hier erstmal komplett blau machen. Und weil das ein bisschen dauert, überspringen wir das mal. So, ich bin jetzt fast fertig. Die Farbe ist noch nicht getrocknet. Und ihr seht schon, dass da teilweise Stellen sind, die nicht so gut decken. Über diese Stellen müsst ihr dann noch ein zweites Mal drüber gehen, sobald die Farbe getrocknet ist. Und achtet auch darauf, das sieht man jetzt hier zum Beispiel ganz gut, jede Stelle zu erwischen. Ja, ihr müsst diese Figur wirklich drehen und wenden, um zu gucken, okay, habe ich wirklich jede Stelle erwischt. Weil jetzt hier die Unterseite von der Pistole, ich meine, klar, die kriegt eher noch eine andere Farbe, aber wir machen es ja wie eine Anleitung. So, die hatte ich zum Beispiel eben gerade nicht gesehen. Und ja, das heißt, ich mache das ganze Ding jetzt hier fertig in Blue und layer das dann schon mal mit noch einer Schicht Blau, damit das Ganze besser aussieht. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, unser Marine hat jetzt die wunderschöne Farbe Blau angenommen. Ein paar Stellen sind noch nicht ganz getrocknet, aber das wird gleich fertig sein. Und ja, jetzt machen wir weiter mit der nächsten Farbe auf unserer Liste und den nächsten Details in Anführungszeichen. Und zwar mit Abaddon Black. So, mit Abaddon Black machen wir jetzt zum Beispiel hier den Gürtel, die Gelenke, dann haben wir hier noch die Waffe und ja, so ein bisschen Details. Und das werden wir jetzt nach und nach hier bei diesem wunderschönen Marine machen, sobald er dann fertig getrocknet ist. So, machen wir weiter mit Abaddon Black und denkt auch daran, zwischendurch eure Pinsel auszuwaschen, damit die Farbe nicht hängen bleibt und der Pinsel kaputt geht,
Wenn er das nämlich ein paar Mal falsch macht, dann könnt ihr das Ding direkt wegschmeißen. Deswegen kleiner Reminder an der Stelle. So, als erstes sollen wir laut der Anleitung jetzt hier diese Unterhose, sage ich mal, beziehungsweise diese Gelenkabschnitte hier mit schwarz färben. Es ist ja eine kleinere Stelle, das heißt, versucht auch wirklich nur die Spitze von eurem Pinsel zu nehmen, um da halt auch gut ranzukommen. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht der beste Painter. Da gibt es deutlich, deutlich bessere auf YouTube. Aber ja, für so Basic Stuff wird es reichen wahrscheinlich. Es ist ja auch so eine gewisse Übungssache. Und dafür sind diese Einsteiger-Sets ja auch da. So für diese erste Berührung mit dem Thema Tabletop und Miniaturen bemalen und alles, was damit halt zu tun hat. Hier sehen wir schon, zack, wieder schwarz. Wobei das bei der Waffe gar nicht so schlimm ist, weil die wird eh schwarz. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr mal ein paar kleinere Fehler macht. Das machen wir alle. Das machen auch Leute, die schon ein bisschen länger am Malen sind. So, ich habe das Badge hier gleich mal blau gelassen, weil das kriegt nachher eh eine andere Farbe. Und jetzt sollen wir uns hier weitere Details suchen, die wir schwarz machen wollen. Das heißt, ich mache hier vorne die Dinger auch mal schwarz. Da müsst ihr mal gucken, okay, wie kriege ich jetzt hier den besten Winkel hin, um auch oben drauf das Ding zu malen. So, und ich glaube, damit haben wir bei dem Gürtel auf jeden Fall das Schwarze. Bei dem Sergeant, warum auch immer, haben sie oben die Haare auch schwarz gemacht. Da machen wir das doch mal, weil wir sehen ja hier, der trägt keinen normalen Helm, sondern der hat so Hautfarbe. Beziehungsweise nicht Hautfarbe, aber man sieht halt Haut und die wird dann später noch mit dieser Basic-Farbe, die hier drin ist, weiß gemacht. Das heißt, er hat dann nur so einen komplett weißen Kopf und keine Hautfarbe. Das machen wir dann aber im Anschluss noch. So, als nächstes bemalen sie im Heft noch die Waffen schwarz. Dann machen wir das Ganze doch auch mal. Das bedeutet, wir verdünnen halt hier wieder unser Schwarz und gehen jetzt hier einfach über das Blau rüber und machen quasi die nächste Schicht Farbe. Ich mache das mal kurz und zeige euch dann den Fortschritt. So, die Waffen sind schwarz geworden und trocknen gerade. Und wie gesagt, die Stellen, wo ihr übergemalt habt, da könnt ihr einfach mit dem Blue dann nochmal rübergehen. Habe ich eben gerade gesehen, wie gesagt, ist auch mein erster Space Marine, den ich hiermit bemale. Hier die Armbeuge nicht vergessen. Und es gibt hier und da nochmal ein Detail, was man auch in schwarz machen kann. So, aber jetzt warten wir, bis das Ganze getrocknet ist. Und dann geht es schon weiter mit dem nächsten Step. Und zwar Details mit Balthasar Gold. Das wären dann so Teile wie zum Beispiel hier oben bei der Waffe, bei dem Schwert, das Metall, hier das Ding auf der Brust, bei der Pistole ein bisschen was und auch hier diese Umrandung der Schulterpolster, beziehungsweise Schulterplatten. Achso, und denkt dran, Farben immer sehr, sehr, sehr gut schütteln vor dem Gebrauch, damit die Pigmente sich auch wieder richtig verteilen. Und das manchmal werden Farben so ein bisschen sehr flüssig. Bei Balthasar Gold ist das auch so ein Ding. Fangen wir doch direkt an mit dem Schwierigsten. Dafür habe ich mir nur ein bisschen Farbe auf den Pinsel gemacht. Und jetzt gehen wir hier quasi diese Umrandung der Schulterplatten einmal nach. Wie ihr da euren Pinsel am besten haltet und wie ihr das macht, bei mir sieht das jetzt hier so ein bisschen komisch aus. Direkt übergemalt, sauber. Das, ja, müsst ihr euch mit der Zeit so selbst aneignen, sage ich mal. Wie gesagt, ich bin in diesem Malbereich auch selbst noch Anfänger und kann da sehr viel lernen. Deswegen Feedback sehr gerne in den Kommentaren. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Haben wir jetzt auf beiden Seiten gemacht und jetzt machen wir hier bei der Waffe weiter. Dafür nehmen wir uns hier wieder ein bisschen verdünnte Farbe und machen hier oben diesen, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Waffen nicht so aus, aber ist das der Lauf? Es könnte der Lauf sein. Schreibt gerne mal einen Kommentar. Den färben wir jetzt auf jeden Fall auch mit Balthasar Gold ein. So. Und dann kriegt die Waffe auf jeden Fall schon mal ein paar Details. So, das haben wir. Dann hier noch das Ding auf der Brust.
So, wirklich wunderschön. Die Patrone hier machen wir noch in Balthasar Gold von der Pistole. Und natürlich auch hier die Klinge vom Schwert. Wunderschön. Und damit hätten wir unsere Figur sogar schon battle ready. Denn wir haben 3 Farben verwendet. Aber 2 Farben kommen noch. Einmal Negaroth Knight. Das kommt hier bei dem Badge noch dran. Und halt Wraithbone. Das muss ich nur vorher nochmal durchmixen, weil das sieht ja echt aus wie Arsch. Damit machen wir jetzt einmal hier dieses kleine Teil hier lila. Wunderschön. Sieht man, glaube ich, sowieso nicht. Und jetzt haben wir noch ein paar Sachen, die wir weiß machen müssen. Beziehungsweise ja, in diesem Beige, was auch immer das hier ist. Dafür nehmen wir uns ein bisschen. Helle Farben sind auch mal ein bisschen tricky. Verdünnen das natürlich wieder ein bisschen mit Wasser und dann ja, machen wir das Teil hier unten weiß. Und ihr seht schon, dadurch, dass wir die Farbe verdünnt haben und darunter blau ist, deckt das halt auch nicht so richtig. Das bedeutet, wir müssen jetzt warten, bis das trocken ist und dann noch eine Ebene drüber. In der Zeit können wir aber hier schon mal den Kopf einfärben, auch in dieser wunderschönen Farbe. Und achtet darauf, dass ihr nicht diese Details wie die Schläuche und sowas halt auch weiß macht. Und die Farbe ist jetzt hier sehr dick. Die könnt ihr dann einfach weiter verteilen, damit, ja, damit die Farbe so ein bisschen dünner ist. Aber überall verteilt, wir müssen da eh noch mal rüber dann. So, die zweite Schicht weiß ist jetzt noch am Trocknen. Aber damit ist unser Einsteiger-Set Battle Ready Marine mit 3 Farben soweit fertig. Das bedeutet, den könntet ihr jetzt, wenn ihr mit euren Freunden spielt, auf jeden Fall benutzen. Wir sehen aber, okay, Details, ja, fehlt hier ein bisschen. Es gibt noch das ein oder andere, was man machen kann. Und wie man das Ganze jetzt noch verbessern kann, beziehungsweise wie ich das verbessern würde, denn ja, ich habe so eine sehr eigene Art, auch meine Orks zu bemalen, darauf können wir jetzt noch mal kurz eingehen. Denn ich habe überlegt, dass wir diese Figur jetzt noch ein bisschen pimpen. Aber jetzt auch nicht mit einer Trillion neuen Farben, sondern ich habe mir 3 Sachen rausgesucht und werde auch noch ein bisschen was mit Balthasar Gold an der Pistole machen. Und zwar habe ich mir noch rausgesucht, um diese Figur zu verbessern. Gut, Balthasar Gold war ja dabei. Meine Geheimwaffe für alles, Argax Earthshade, zeige ich euch gleich, was das macht. Plate Mail Metal von Army Painter und Peachy Flash von Army Painter. So, und wir starten am besten mit dem Peachy Flash und geben ja, unser Marine mal ein bisschen Hautfarbe. Und das Ganze ist eine Kontrastfarbe. Das bedeutet, die funktioniert ein bisschen anders als normale Farbe. Da kann man auch ein bisschen gröber umgehen. Und die verläuft sich dann halt so. Und bei Stellen, die tiefer sind, da kommt die Farbe besser hin und trocknet da, ist dann ein bisschen dunkler. Und bei höheren Stellen bleibt sie halt ja, relativ hell. Und dadurch kriegt man dann halt auch mal automatisch schon ein bisschen Kontraste hin, wie es der Name halt auch sagt, ohne dass man da sehr gut selbst für malen muss. So, ich weiß jetzt nicht tatsächlich, wie das Ganze mit dem Wraithbone Base Coat aussieht, aber das sehen wir gleich, wenn es getrocknet ist und ich bin sehr gespannt, was uns das hier rauswirft. Aber in der Zeit, wo das trocknet, können wir hier das Balthasar Gold nehmen. Wir ziehen hier nochmal ein paar Sachen auch nach und fügen noch ein paar Details bei der Waffe hinzu. Oder beziehungsweise fangen an bei der Pistole, wo wir halt auch ein bisschen was von der Farbe mit drin haben wollen. So eine komplett schwarze Pistole sieht ja auch irgendwie doof aus. Und in der Zeit sehen wir schon, dass hier unsere Hautfarbe trocknet. Sieht noch nicht so geil aus wie erwartet, bin ich ehrlich. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus als einfach nur ja, dieser weiße Knochenkopf, den wir da vorher hatten. So, das Ganze ist getrocknet und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsstep und zwar Argax Earthshade. Argax Earthshade ist, wie man halt, ja, wie der Name schon sagt, ein Shade. Das bedeutet, es ist wie eine Kontrastfarbe und das verändert die Optik von Sachen sehr und gibt halt noch mehr Kontraste mit rein und lässt das Ganze ein bisschen, ja, einfach natürlicher wirken. Und ich bin jemand, manche benutzen das sehr, ja, bei Details. Ich bin aber jemand, ich mache meine kompletten Figuren, tauche ich darin quasi ein und gebe dem eine bisschen düstere Optik
Und das machen wir jetzt. So, dafür nehme ich jetzt aber auch einen anderen Pinsel, der schon so ein bisschen verbrauchter ist. Und der sowieso schon kaputt ist und macht den hier komplett voll damit. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller. Und dann gehen wir damit einfach einmal überall drüber. Je mehr ihr davon nehmt, desto ja, düsterer wird am Ende auch der Stil eurer Figur, sage ich jetzt mal. Und ja, ich spare damit definitiv nicht. So, ich habe es jetzt überall drüber. Ihr seht schon, die Figur ist ein bisschen dunkler. Und wenn ihr dann manche Stellen habt, wo es nicht so doll sein soll, dann nehmt einfach nochmal einen Pinsel und geht ohne Farbe oder irgendwas nochmal rüber und wischt das halt wieder so ein bisschen weg oder ja, oder verteilt es halt ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Und ja, jetzt warten wir mal, bis das Ganze getrocknet ist und schauen uns dann das Ergebnis an. So, dem einen oder anderen wird jetzt aber aufgefallen sein, dass die Figur ja jetzt deutlich dunkler ist auf der einen Seite, aber halt auch so ein bisschen mehr Tiefe bekommen hat. So, aber gegen dieses extreme Dunkle, was man jetzt hat, weil man vielleicht auch ein bisschen zu viel genommen hat, habe ich auch einen kleinen Trick, sage ich jetzt mal. Und zwar braucht ihr dafür so ein bisschen von so einem Schwamm. Ich nehme immer so einen Küchenschwamm und schneide davon was ab. Gehen dann nochmal in unser McCrack Blue rein und tupfen quasi da nochmal drüber. Und holen uns damit so ein bisschen dieses Blau, was wir alle so lieben und was halt so schön hell ist, zurück. So, seht ihr? Dadurch sieht das dann so ein bisschen Battle Damaged aus. Beziehungsweise ich mag halt so diese Wasted Optik von so einem Space Marine, der halt ja einfach am Kämpfen war oder im Kampf ist und schon ein bisschen was gesehen hat. Irgendwie immer so ein bisschen mehr als so diese komplett turbo-cleanen Marines. So, wisst ihr, wie ich meine? Aber wir holen das jetzt natürlich hier noch so ein bisschen wieder zurück in unser Marine. Aber das ist halt auch nur mein Stil, so wie ich das halt mag. Wenn ihr das in einem anderen Stil machen wollt oder ja so euren eigenen Malstil entwickeln wollt, dann probiert da einfach ein bisschen rum und guckt nach einer Optik, die euch für eure Figuren halt, ja, gefällt, sage ich jetzt mal. So. Ich mag das so halt ganz gerne, muss ich sagen. Kann aber auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, ah nee, das ist mir dann doch ein bisschen too much. Aber ihr seht schon, das hat ja 2 Minuten gedauert und das Blau ist gut wieder zurück. Und trotzdem hat der Marine noch Tiefe und sieht meiner Meinung nach echt nice aus. Und mit der gleichen Technik gehen wir jetzt nochmal in ein Silber und tupfen hier so ein bisschen an den Schultern zum Beispiel Silber drauf. Dann sieht das so ein bisschen Battle Damaged aus, so als ob das so abgerieben ist von der Lackierung und der Rüstung. Denn dieser Marine hier, der ist sehr hart am Fighten schon gewesen. Und das hat natürlich auch in der Rüstung Spuren hinterlassen, wo die Farbe dann halt so ein bisschen ab ist. Da müsst ihr ganz vorsichtig mit sein und je nachdem, wie viel ihr dann davon wollt, geht ihr da einfach so ein bisschen rüber. Bei der Waffe kann man es theoretisch auch machen. So, wie bei der Pistole, zack. Und dann sieht man halt quasi die untere Lackierung der Rüstung. So. Und das wäre dann unser fertiger Marine. Aber schreibt euer Feedback zu meinem Stil, den ich gerne benutze, auch gerne in die Kommentare. Wir hatten nur eine Handvoll Farben zur Auswahl, aber ich glaube, wir haben da was relativ Cooles draus gemacht. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da.